einigen Tagen schrieb man in einem der YouTube-Kommentare, ich solle doch nochmal hier ins Bakumatal, ich mach Pause. Jetzt ist das Auto weg und den Graffiti-Gäste-Spot mir nochmal anschauen. Es wäre doch was passiert. Ich bin unschlüssig, ob 2 Wochen vergangen sind. Ich war nicht da. Ich sollte eigentlich am übernächsten Tag hier hin. 14 Tage sind es bestimmt. Ich habe hier mein Stativ und ich filme das spontan per Handy. Aber jetzt wechsle ich doch. Ich mache das in Stativ, weil der Weg sieht echt schön aus und ist super grün und so. Und ich filme das jetzt einfach. Ja, 3 sehr nette Typen. Mit denen habe ich mich unterhalten. Und jetzt laufe ich da runter. Wie man gesagt hat, soll da ja jetzt ein krasses Bild sein. Ich wollte aber das Grün filmen. Ich filme das. Und voll schnell das Fahrrad. Naja, gucken wir mal diesen Kommentarbild an. Da kommt ein Mann. Und ich guck dann. Aber ich dachte, ich schneide das wirklich so zusammen. Und ich weiß jetzt auch nicht, was auf mich zukommt. Und guck mir das einfach mal an. Aber ich sehe da jetzt schon die Farben von vor ein paar Wochen. Und guck mir das an. Okay, okay. Das Schuh ist noch da. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt hier übertrieben gar keine Ahnung habe, was ich mir angucke. Ja, schade. Also das war vorher da, das habe ich gefilmt. Das war vorher da, das Schuh war vorher da, der Dream war vorher da. Ja. Ich sollte kommen. Hier ist noch ein Atem, ein Vandal, ein Dream, Schuhe, PSF off, Pancrew. Ja, keine Ahnung, Alter. Herb, es war da, Nosk war da. Noch einmal Nosk, da nichts neu. Alter Bruder, schickt dich jemand hier hin, du kommst 2 Wochen zu spät und ist nichts passiert, so. Ein bisschen die Enttäuschung ist ja jetzt bei mir schon, ne? Also ich weiß nicht, was ich erhofft hatte mir. Ein neues Piece. Aber alles die alten Pieces so. Und auch dieses Herb ist nicht neu. Schade, wegen einem Kommentar kam ich hier hin. Hier zumindest gar nichts neu so. Ich kann noch Folgendes machen und noch einmal die Story erzählen. Da ist ein Fahrrad. Aber nichts ist neu hier. Auch die Nosk RIPs, alles nicht neu. Schief, gerade. Ja. Gut, jetzt habe ich mir die Mühe gemacht, bin extra hier hingekommen wegen dem Video. Und Biggie kennt ihr sie. Der Bereich, es ist so, es hat sich erstmal nichts verändert. Ich hatte ja vor 2-3 Wochen in einem der Kommentare hieß es, geh nochmal dahin, guck, da ist was Neues. Das Schuhe, das Dream, ganze Scheiß wie vorher, immer noch stabil. Ich habe mir jetzt aber die Mühe gemacht und finde es echt schade, das Video nicht zu filmen. Und ich werde es trotzdem uploaden, es sieht immer noch gut aus. Aber dennoch, beide, ich meine, die waren vorher da. RIP, ich wollte das sowieso mal erzählen. Nosk ist ein Come-Up, der um 2019 bzw. 2020 ist er bei einem Sprühausflug ums Leben gekommen. Er ist aus Gelsenkirchen. Wie gesagt, er war ein Come-Up und der ist ein paar Jahre tot. 2 bis 3 Jahre ist er tot und viele Graffiti-Leute, sie halten seinen Namen hoch und erinnern an ihn. Er ist sehr jung gestorben, mit Anfang 20 oder um die 20. Jetzt bin ich hier in dem Spot und filme das.
Ja. Und dann habe ich jetzt nebenbei die Story erzählt. So. Ich kletter jetzt gleich noch hier an der Wand hoch, aber ich laufe erstmal da lang. Ich nehme das jetzt einfach in die Hand hier. Dann machen wir halt so ein übertrieben seltsames Video ein bisschen. So, guck mal, ich mache YouTube. Wir laufen jetzt hier lang. Ihr seht die alten Nosks. Ja, aber das war vorher, das war vorher. Ich sehe auch da hinten nichts Neues. Das heißt, ich muss mir ein bisschen Mühe machen. Und ja, da ist noch immer diese nicht gelungene Cannabisblume zum Beispiel, die habe ich gefilmt. Da seht ihr, ist alles da. Und ich laufe jetzt hier einfach hoch. Und guck mal hier, das sind auch, das ist übertrieben, ne? Das ist eigentlich schon in die Richtung wie ein legales Bild. Wenn das nachts entstanden ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendjemand am Tag gemacht hat, auch nicht Dream, dann macht das mal nachts, ja? Mit den Grüßen an Zweck. Da steht auch Dream, da steht FOG 20, Corona, das war Corona, Anfang 20 war das. Also, aber die ganzen Lines und so, Leute, das ist richtig viel Arbeit. Hier ein abgewichster Atem und hier ein Shure PS Off ACM 220. Und dann hier diese Tag-Scheiße, die ich versucht habe, teilweise vorzulesen. Eine rote Krone, die gefällt mir. Davor war hier ein richtig krasses blaues Piece mit so Strichen, hatte ich euch erzählt. Dann diese Katastrophe. Aber jetzt, wo ich mir die Mühe gemacht habe, nochmal NOSK 220 ist er gestorben. Ich kletter jetzt hier hoch und hoffe, ich rutsche nicht weg. Bisschen matschig ist es. Okay. Okay, wir sind hier. Tagging, 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 bombing, bombing, bombing. Antifa 21. Gut, nichts Neues. OBR. OBR. Gut, ich komme 3 Tage zu spät. Da zischt was. Da weiß ich nicht, ob das so zischen soll. Vielleicht. Und die Steine haben da, glaube ich, auch nichts verloren. Aha. Ey Leute, das ist scheiße. Ja. Aber hier ist nichts Neues. Auch nichts. Sick, Herb. Vandal, Vandal, Swag. Und töte Vandal, ja. Der hat Krieg. Also ich glaube, der Bruder hat Krieg. Kann ich während Drehen wechseln? Nein, ich filme euch das noch einmal. Sagt, schade, ich komme 2 Wochen zu spät zu diesem Spot, aber ist nichts passiert. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht, weil ich weiß nicht, was ich erwartet hatte. Mehr, weniger, etwas. Ist nicht viel passiert, kein Graffiti-Tourismus in den letzten Wochen. Ich spaziere zum Auto und lade euch das einfach eiskalt hoch. Auch der Herb hier. Ich muss sagen, Herb ist viel. Sag etwas vorab, was ich noch nicht gesagt hatte. Einmal Grüße an, wie heißt der? Oh, ich komme nicht drauf. Da gibt es diesen Typen, der hat einen übertriebenen Instagram-Account mit Graffiti. Recklinghausen, irgendwas. Komme ich nicht drauf. Ja, ich hatte mir eigentlich gewünscht, dass er mir vielleicht 150 Fotos von seinen Aufnahmen gibt und ich mache ein Video. Ich komme aber nicht drauf, wie er heißt. Gibt er mir nicht. Wartet, ich mache Pause. Oh, ich habe extra nachgeguckt für euch. Er heißt RE Kolos. Also geht auf Instagram, wenn ihr habt, RE Kolos. Also wenn ich könnte. Ich würde ihm sein Archiv mir gerne leihen und eine Collage machen, weil er hat 30 Jahre Graffiti-Archiv aus Kreis Recklinghausen, dieser RE Koloss. Und er hat viel davon auch gemacht auf Instagram und ist ein Wahnsinn. Also der hat Insider-Informationen, die ich aus diesen 30 Jahren nicht rausholen konnte. Und er hat sämtliche Fotos. Sehr beeindruckend, was das alles angeht. Sehr, sehr geil. Ich muss auch sagen, ich habe ihn persönlich angeschrieben und habe gesagt,
ARA Colors, so. Meinst du, du kannst mir ein paar hundert Bilder mal leihen und ich schreibe, die sind aus deinem Archiv und ich lade die hoch? Und er hat gesagt, erstmal nein, vielleicht eher nicht in Zukunft. Also ich kriege so ein Archiv nicht auf die Kette so schnell und bemühe mich auch etwas aufzubauen in so Richtung Collage-Videos. Und ihr seht ja auch, ich habe mir die Mühe gemacht, hier hinzukommen. Und ja, ich komme 2 Wochen zu spät, aber da ist nichts. Macht also nichts. Ja, Mann. So, ich habe euch ja schon erzählt, wir sind als Schulkinder hier lang gelaufen. So hier und da war der Zug. Und trotzdem gab es Graffiti und sowas alles. Macht ja keinen Sinn, jetzt zu übertreiben, das nochmal zu machen. Ich werde mir die Mühe für den Schnitt trotzdem machen und wünsche euch eine schöne Zeit. Ja, wie ihr seht, ist mein Engagement nicht so krass übertrieben, aber ich bin hergekommen. Ich bin diesen Kommentar gefolgt. Ich bin hier. Es ist kein Bild. Naja, aber was soll's? Auto. Laut. Ende Marte. Schönes Wochenende. Ja, ich habe noch Wochenende. Ich denke, das kommt aber nach dem Wochenende online. Alles Gute, Leute. Viel Spaß. Die Tage ist bestimmt irgendwas neu hier. Ja, ciao.